Wenn wir unsere Eltern betrachten, so fragen wir uns oft, wie sie es schaffen konnten, über die Jahre zusammenzubleiben. Wie kann es sein, dass sie trotz der Umstände und Erschwernisse, die sie umgaben, trotz der finanziellen Not, in der sie lebten, mehrere Kinder großziehen konnten? Sie erlebten viele Rückschläge und Strapazen. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie geprüft. Sie verzichteten auf ihr eigenes Wohlergehen, um ihren Kindern Zufriedenheit und Liebe zu schenken. Sie waren ehrlich in ihren Handlungen. Die Ehe war voller Segen. Sie waren mit allem zufrieden, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gab. Trotz Streit hielten sie zusammen. Warum war ihre Ehe so gesegnet? Wenn die frühere Generation die Absicht hatte zu heiraten, machten sie ihr Vorhaben offenkundig. Fand sich eine gute Frau, so informierte man sich bei der Familie, sie ging zum Vater und hielten um die Hand der Tochter an. Um die Grenzen Allahs nicht zu überschreiten, traf man sich nur in Begleitung der Familie. So haben sie sich kennengelernt. Meine lieben Geschwister, im heutigen Zeitalter sind wir von solch einer Praktik meilenweit entfernt. Durch Instagram, Snapchat und Facebook sind wir nur einen Mausklick vom Haram entfernt. In den Gruppen wird diskutiert, Beiträge werden geliked und Emojis versendet. Man schaut sich die Fotos der anderen User an, die deinen Beitrag geliked haben. Digitales Stalken. Das Herz öffnet sich nur einen Spalt. Und das reicht schon, dass der Shaitan seinen Weg findet. Er bringt dich dazu, genau von dieser Person die Beiträge ständig zu kommentieren und zu liken. Er führt dich dazu, die Person privat anzuschreiben. Dann werden Fotos ausgetauscht. Und schon bald folgt das erste Telefonat. Zunächst wird über islamische Themen gesprochen. Man zeigt sich von seiner islamischen Seite. Die Schwester mit schöner Stimme, verführerisch, auf den Bildern wie eine Rose, voller Scham. Der Bruder, mashallah, wissend, lustig und attraktiv, ohne zu wissen, dass der erste Schritt bereits ins Verderben führt. Es kommt zu einem geheimen Treffen. Man sieht sich und möchte sofort heiraten. Eine getrennte Hochzeit sollte es aber trotzdem sein. Nach der Heirat dann zeigt sich ihr wahres Gesicht. Streitereien und Meinungsverschiedenheiten in jedem Bereich. Sie sind nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Die Ehe ist kein Bollywood-Film. Meine geehrten Geschwister, wenn der Anfang auf Haram aufgebaut ist, warum sollte die Mitte und das Ende ein Segen sein? Kann man in einer solchen Ehe den Segen Allahs erwarten? Wenn du die Absicht hast zu heiraten, dann suche den Weg über die Familie oder frag den Imam in der Moschee. Wenn du diesen Weg gehst, den Weg, den Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt haben, so wird deine Ehe inshallah von Erfolg gekrönt sein.